Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, dem Remake. Wir stecken mit Nemi auf dem Dach fest und ich werde da wahrscheinlich nie mehr wegkommen. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es ganz, ganz doll. Es ist möglich, sich hinter Hindernissen zu verstecken, um dem Feuerstrahl des Flammenwerfers zu entgehen. Das wissen wir ja schon. Die Frage ist, nehmen wir jetzt das trotzdem mit, reicht unsere Munition, um ihn überhaupt zu besiegen? Oder muss ich sogar das Messer mitnehmen und ihn messern? Weil wenn ich ihn messern muss, dann haben wir ein Problem. So, das können wir überspringen. Nein! Okay, los geht's. So, warte. Die Kreatur besiegen. Menschenskinder, das Ding hat einen Namen. Es heißt Nemesis. So, warte, die können wir schon mal kombinieren. Dann müssen wir die hier nehmen. Nimm mit. Die aufmachen, direkt auch mitnehmen. Kombinieren. Ich hätte den Dietrich wahrscheinlich nicht da lassen können. Fällt mir jetzt gerade auf. Ah! Geh los, das du! Ob das wohl was bringt, wenn ich darauf scheiße? Ich meine, schieße. Weil er kühlt ja. Das scheinen meiner Meinung nach Brennstäbe zu sein. Wenn ich die erwischen könnte, dann hätte der, glaube ich, ein mächtiges Problem. Na, was willst du jetzt? Rechts oder links an den Kisten vorbei? Geil wäre das, wenn die Wumme in seinen Händen explodieren würde. Da hätte ich echt Spaß daran. Die leuchten auch so gelb. So, diesmal habe ich gewartet. So, zwei Treffer waren das, bitteschön. Auf mit dem Kopf zu nicken, das macht mich nervös. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Ja, dann tu das. Tu das, mach das mal. Wenn es dir gefällt. Wuhu. Nein, das tun wir nicht. Nein. Nein. Oh, hoch, der neue Attacke. Wow, das war ja super. Mach das nochmal. Na komm, mach das nochmal. Ich will die Attacke nochmal sehen. Hallo. Twinkle, twinkle, little star. Komm, gib it! Feuer! Nein, du! Mieser, dreckiger, elendiger, kleiner... Ah! Lass das, bitteschön, lass das! Warte, nein! Ich habe seinen Tank getroffen. Geil. Ist was bringt? Ja,
Er brennt mehr. Au, 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 au. Und das Ding glitzert immer noch nicht. Ah. Aha. Warte, 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 ich muss nachladen. Warte, 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 warte. So, jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Oh, oh. Oh, oh. So, aha, aha. Au, 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 au. Ich muss da an die Munition rankommen. Mal, wie viel hält denn der Tank aus, bitteschön? Tschüss! Das waren wieder zwei volle Treffer im Tank. Los, gib ihm! Sam, natürlich, ich versuch's. Schon die zweite Folge... wo ich bei Nami rumhänge und wir uns gegenseitig die Haare stylen. Ich komme einfach nicht an ihm vorbei. Es ist der blanke Horror. Ich komme nicht an ihm vorbei. Ha, ha, hi. Hey, lass das. Nein, das macht keinen Sinn. Komm, komm. Na, mach das doch. So, jetzt, komm. Volles Risiko. Jawohl, ey. Lade nach, lade nach, lade nach. Da ist Feuer und Flamme für dich. Ja, total. Das kleine Schnucki. Jetzt noch fit? Ii. Stimmt ja, da war was. Jetzt rennt er mal wieder nach. Nein! So, was soll ich nun tun? 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 Ich werde auf ihn schießen, bringt genau gar nichts. Nein, 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 nein. Feuer, 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 Feuer. Houston, wir haben einen Treffer. Houston, wir haben einen Treffer eingesteckt. Nein! Ich bin ausgewichen, Pilot. Ich bin ausgewichen, ich bin ausgewichen. Oh, 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 komm schon, komm schon. Und ich habe diesmal die Farbe drin, Facecam, weil wir gerade Feuer und Flamme sind für das Spiel. Das muss reichen. Ich hab nicht mal mehr. War wohl nix, ha? Huh? Au, au, aua. Okay, ein bisschen was war's. Ja! Leg dich hin und schlafe, mein Freund. Wir haben es geschafft. Himmel, Herrgott, nochmal. Wir haben noch eine Patrone über. Sonst ist alles weg. Siehst du, ich habe gesagt, ich brauche den Highspray nicht. Flo?
Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Geschlagen? Alles klar bei dir? Was ja. Hat gegeben? Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Mammy, du weißt, wie knapp es war. Es war doch nicht knapp. Da war noch ganz viel Platz nach oben. Da war noch ganz viel Luft. Und jetzt hier hoch? Oh, ein Feuerwehrauto. Ich krieg voll Bock, weiter zu zocken. Wieso muss ich auf Arbeit sein? Naja, das ist halt so. Ich muss ja auch auf Arbeit sein. Wetten, das Mistviech nicht tot? Der darf nicht tot sein. Das ist der Hauptprotagonist. Hm? Oh, Kacke. RPD-Zentrale. Hier spricht 1-5-3. Ich bin im Northgarten mit 3 Zivilisten eingesperrt. Das ist RPD? Wo ist eigentlich Brad? Ich weiß, er wurde gebissen und er hat sich dann geopfert für uns, sozusagen. Wenn du das alte Resident Evil 3 kennen würdest, dann wüsstest du, dass er definitiv nicht tot ist. Ja, genau, genau. Sag ich ja, das ist der Hauptprotagonist. Er kann nicht tot sein. Hochwertige Schießpulver. Oh, so. Frage, wo ist Brad? Du kennst Resident Evil gar nicht? Ganon ist auch nie tot, obwohl er schon ein paar Mal tot war. Aber das ist auch so einer. Keine Sorge, du brichst halt. Das heißt Antagonist. Schäm dich. Was? Nein, für mich ist er ein Protagonist. Der Nemi ist ein Protagonist. Ich bin auch ein Protagonist. Ich bin der Protagonist meines Lebens. Ah, geh weg, du Lauch. War das Brad? Brad, bist du es? Brad? Brad, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss weiter. Entschuldigung, Brad. Mach's gut. So, hier. Das hier. Das war klar. Das war so klar. Warte mal, hier. Kentus Waffenshop. Ich brauche eine Waffe. Oder zwei. Zwei. Wie? Kommt ihr hier hin? Sie sind da draußen. Irgendwo. Ich weiß es. Ja, Nemi, du bist unser Protagonist, aber Nemesis ist unser Antagonist. Kann doch gar nicht sein. Macht mich voll traurig. Aber Stella hat einen tollen Musikgeschmack. Halbautomatischer Lauf. Blinde. Steckt doch den nicht immer in die Tasche, sondern macht den direkt daran. Oh. Oh, meine Munition ist voll. Ist euch das aufgefallen? Meine Munition ist voll. Kommen hier. Lammmunition. Geil. Pistolenmunition. Geil, laden wir auch direkt nach. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen hier. Scheißpulver. Kombinieren. Sehr geil, dankeschön. Halt! Mist, Jill! Kendo, dir geht's gut. Ja, gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur... nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Ach, nö, seine Tochter. Ich kann mich noch genau erinnern. Kentos Torschlüssel. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Ah, danke, danke. Bei
Claire oder Leon war das, glaube ich. Da war er voll aggressiv und voll... verschwinde hier, was willst du hier? Und hier ist jetzt voll nett und freundlich und so und... Oh, tut mir echt leid. Kann ich dir empfehlen? Genau. Umf kenne ich auch, ja. Ist auch cool. Flo, bei mir auf dem Kanal auf YouTube. Guten Tag, liebe Zuschauer. Gibt es das Original Resident Evil 3 Nemesis von der... Ja, ich hab den Schlüssel schon. Halt's Maul. Ich hab den Schlüssel schon. Gibt es die Playlist von Resident Evil 1 bis 3? Gut, Veronika, hab ich das auch schon? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Doch, hab ich auch schon. Doch. Genau. Hab ich Sam nämlich das erste Mal wütend gemacht. Entschuldigung, Sam. Auf jeden Fall könntest du da nachgucken, wenn du willst. Für alle anderen, die sagen, ah, nee, kenne ich schon und so. Es gibt auch ein Buch. Ach, das weißt du noch? Ja, natürlich weiß ich das. Es gibt doch ein Buch von Resident Evil 3. Nemesis? Das ist auch sehr zu empfehlen! Wo kommt denn der Penner jetzt wieder her? Was hab ich nicht sonst schon denn nur Probleme? Das reicht, Mann! Au! Spinnst du eigentlich oder wie? Nein! Was? Nein! Nimm den Pömpel da weg! Ich muss schon wieder husten! Entschuldigung. Okay, mach, dass du wegkommst da. Es gibt ganze 3 Bücher von Resident Evil. Es gibt mehr als 3. Ich hätte mein Messer mitnehmen sollen. Es gibt mehr als 3 Bücher. Ich glaube, ich selber besitze 9 davon. Die Comics nicht dazu gezählt. Ah, warte. So, zufrieden? Hm? Der Nemi lässt hier über seine Spielsachen rumliegen, ey. Kackbuhn. Ich habe die Doppelbänder, deswegen nur 3. Ja, genau. Es gab da, also am Anfang gab es die originalen 1 Buch. Ein Buch, ein Spiel. Oder ein Buch, eine Geschichte. Und dann gab es die 3er-Kollektion. Und die haben sie dann irgendwann beibehalten. Und ich selber finde es sehr schade, weil mir fehlt das 1. Das habe ich meinen kleinen Bruder ausgeliehen. Nicht im Play. Meinem anderen kleinen Bruder. Und er hat es verschusselt. Schade. Raccoon Times. Lesebuch. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Entschuldigung. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf dem Geldbeutel der Eltern als Toys Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nun mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits einmal bei den Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles, 69. Ich hätte wahrscheinlich mehr mit der Stimme sprechen sollen. Schick mir dann mal die Bücher bitte. Will wissen, welche mir fehlen. Also ich jetzt. Ja, kann ich machen. Play ist dein Bruder? Ja, Play ist mein Bruder. Habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Ja, deswegen nur 3. So gesehen hätte ich dann auch 6 Bücher. Nein, wenn du 3 hast, hast du ja 9. Warte mal, das kann ich auch machen. Ich habe Dietrich dabei. Ja, bitte, das würde mich freuen. Sehr gerne. Werde ich versuchen, dass ich das, bevor ich ins Bett gehe, noch mache.
So, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Nichts. Willst du mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass ich hier hochgegangen bin für nichts? Wer baut denn bitte schon so ein scheiß Haus? Achso, ich kann hier noch raus. Stimmt, da war was. Hintereingang und Vordertür. Das klang jetzt sehr... Ja, nee, ist klar. Ein Raketenwerfer? Du willst mich doch verscheißern. Die haben mir voll in den Arsch geschossen. Auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Warte, 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 warte. Ich hab nichts zum Heilen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Kacke, kacke. Schleich dich. Wow. Wow, das war gut. Das war gut. Das war... Keine Ahnung, wo es hergekommen ist, aber es war gut. Nein. Nein, 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 nein. Aber wir sind wieder hier. Nein, 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 nein. Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Ich auch. Nein, was soll ich jetzt tun? Warte mal da rein. Nein, kann ich auch nicht. Scheiße. Macht sie hier den Moonwalk oder was? Das darf doch einfach alles. Das darf doch nicht wahr sein. Macht sie hier den Moonwalk und dann was? Ah, deine Rakete ist so schön groß. Dauert es nicht lange, bis die Rakete geflogen kommt. Machen Sie sich schnell aus dem Staub. Also. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Vor ein paar Stunden waren wir noch unter 1000 Aufrufe. Vor ein paar Stunden war ich auch noch unter 70 Follower. Ich danke euch von ganzem Herzen. Das ist... Nein, 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 nein. Ich bin ausgewichen. Keine Ahnung wie, aber ich bin auch... Ich bin ausgewichen, habe ich gesagt. Diese kleine, dreckige. Popos el Grandos. Warte mal, hier, mach mal den erst hier. Dann mach mal den hier. Dann, so. Was war hier drin nochmal? Stimmt, Granaten. Und ich habe natürlich meinen Granatenwerfer dabei. Mhm. Das macht ja auch Sinn, dass ich den einfach in die Kiste gelegt habe. Hat er keine Munition mehr. Und die nächste Kiste, die ist da draußen. Ne, da hinten. Aber da muss ich... Warte mal, aber da... Hier hat mich Nemesis gejagt, oder? Nö, aber Zombies. An dem komme ich vorbei. Siehst du? Ich komme daran vorbei. So, mal gucken, ob ich zurückkomme. Ja, ich bin da schon. Geh ich näher aus dem Haus. Du auch? So, warte mal hier. Hm? Wer klopft? Okay, warte mal. Wir nehmen das mit. Nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen den mit. Habe ich noch zwei Plätze? Ich habe noch drei Brandgranaten drin. Wo kommen die jetzt? Wo kommen die jetzt her? So. Mal schnell auf der Karte linsen. Aber hier haben wir nichts mehr, oder? Ich glaube, nein. Also... Da drüben ist natürlich noch ein langer Gang. Schon wieder weg. Ja, aber ruft. Du bist ein ganz fleißiges Bienchen. Danke, dass du immer wieder reinschaust, liebe Sam. Hier ist ein ganz langer Korridor, aber ich fürchte mich ein bisschen. Weißt du was? Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir rennen jetzt einfach mal an denen vorbei. In der Hoffnung, dass wir sie... Da unten war ich schon. Kacke. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt.
War völlig legitim. Völlig legitim. So. Hefe, Milch und Wasser holen. Oh! Nein! Oh, zweimal ausweichen, alles einmal wirklich. Mieser, dreckiger, kleiner Hund, du. Batterie von DualShock 4 ist schon fast leer. Machen wir das anders? Absichtlich noch. Kabel. Anschließen. Weiter geht's. So, jetzt kommt er. 3, 2, 1. Meins. Hoppala! Nein, nein, nein! Oh, der hat keine Arme! Das ist ganz schön scheiße ohne Arme. Selbst für ein Zombie! Bombi! Hör auf mich zu schlagen jetzt! Ich kriege gleich Schreikrämpfe. Schreikrämpfe. Ich hab... Oh, schön. Trinken. Trinken, stimmt. Ich bin ja wieder draufgegangen. So, das ist der letzte Versuch für diesen Stream. 19, irgendwie sind wir bei 19 hängen geblieben, ha? Huh? Ah. Aber wir sind doch ein ordentliches Stück weitergekommen. Wie gesagt, ich bedanke mich wieder bei allen Leuten im Stream. Jetzt muss ich natürlich nochmal zurückrennen. Hm? Es war echt wunderbar. Komm, hol mich doch. Nein, ich bin zu spät. Au. Spät. Mann, ich töte den gleich. Warte mal, ich habe hier den hier. So. Haben wir das. So. Wir sind ein ordentliches Stück vorangekommen. Also ich bin stolz auf alle Leute im Chat, die jetzt so lange durchgehalten haben. Ich bin stolz auf jeden Zuschauer, der sich das jetzt im Nachhinein auch noch anguckt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Danke, danke, danke. Tausendfacher Dank. Habe ich nicht verdient, aber das wisst ihr. So, dahin. Gut. Nun... Wir schaffen das schon. Nehmen wir doch was. Nein, habe ich nicht. Stella, keine Wiederwaffe, bitte. Oh, der wieder, der wieder, der wieder. Das ist okay. So, warte jetzt den hier. Versuchen wir ein bisschen Schach zu halten mal. Hat super funktioniert. Jetzt reicht's. Kriegst du den hier. Abschnauze voll. Echt? Ich soll den hier nehmen. Schmeckt's? Hm? War's gut? Hm? Passt, oder? Hm? Er grinst. Es scheint ihm zu gefallen. Ey, ich sag nicht, dass du es nicht verdient hast, sonst hast du ein Problem mit mir. Jawohl. Oh, Entschuldigung? Dann sage ich das halt jetzt nur noch vor dem Spiegel, wenn ich alleine bin. Das ist mein Mantra. Mantra. Nicht mit Tee. Mantra. Ja? Die nehmen wir mit. Heute nehmen wir die mit. Sag, dass du es verdient hast. So, bemühte. Gute Nacht euch, Stella. Schlaf gut. Danke, danke. Einen wunderbaren Sonntag wünsche ich dir. Oh, der Chewie. Das ist super. Jetzt geht das wieder los. Diesmal krieg ich's. Ein Raketenwerfer? Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag, Stella. Schlafe gut und träume süß.
Ja! Hör auf damit, hör auf damit! Hör auf damit, hör auf damit! Hör auf damit, hör auf damit! Warte, wie sieht mein Leben aus? Ich nehme lieber jetzt gleich was. So, jetzt! Jetzt! Meine Nase juckt, das ist unglaublich. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Dachte ich auch. Ich bin doch ausgewichen. Kacke, kacke, kacke. Ausgemacht. Entschuldigung. Und nun? Ah, warte, hier hoch. Trippel, trappel, ich schaff das schon. Wir sind bei voller Gesundheit, aber sie humpelt. Als hätte sie übel einen mitgemacht. Solange wir bei voller Gesundheit sind, will ich nichts. Will ich nichts sagen. Bin ich froh. Direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Was meinst du, was ich hier versuche? So, wenn er jetzt nicht wieder irgendwo vorgejumpt kommt, dann schaffen wir das sogar. Darf doch einfach nicht wahr sein. Also ich guck mal noch schnell, wo unser... Wenn sie von Rollenobjekten getroffen werden, werden sie sterben. Bleiben sie in Bewegung, egal wie seltsam ihre Situation auch sein mag. Aha. Wenn Jill läuft, als hätte sie, keine Ahnung, Nägel an den Füßen. Auf die Füße gerichtet, die Nägel, ja? Nicht auf den Boden. Und von hier aus, komm, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Aber ich meine, die schnellste ist ja nicht gerade. Ich staune, dass sie überhaupt noch lebt. Oh. Aha. Das ist verrückt. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, natürlich kommt er hier rüber gerollt. So, jetzt aber. Ach nö, nicht schon wieder. Warte mal, Tür war rechts. Nein, Tür war nicht hier. Wo war Tür? Ach, da vorne rechts irgendwo. Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Aua! Lass mich durch! Danke fürs Tür aufmachen! Danke, danke, danke fürs Tür aufmachen! Jill! Hier lang! Carlos! Sí, se rende so schnell ich kann! Nichts wie raus hier. Ja, zur U-Bahn-Station gehen. Na Gott sei Dank, ey. Hm? Ist Nemesis jetzt K.O. gegangen, weil er von außen ins Tor gerannt ist? Start.
Schlafe, mein Nemi, schlafe doch ein. Halt, warte, ich würde gern speichern und dann einfach heim. Aber das wird wahrscheinlich nichts mehr, darum beenden wir die Folge jetzt direkt hier. Wir haben schon wieder ein bisschen Überlänge. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Macht es gut. Ciao.